nicht an Geister glauben will, soll nach Scalera gehen. Dort hat der Teufel oft sein Spiel, dort kann er Geister sehen. Gespenstige Gestalten in diesem Tobel walten. Huhu, wie weh so schauerlich, im öden Steingeklüfte. Zerrissene Felsen heben sich dort ringsum in die Lüfte. Und düstere, schwarze Tannen an Felsen einsam hangen. Alten Sagen soll hier sein, der Kur Fegefeuer. Wer recht nicht tut im Leben, muss sich dorthin begeben. Denn so ein armer Tor im Grabe tot, so bannen zwei Kapuziner ihn hervor und führen ihn von dannen, dem Geist zu beiden Seiten, sie nach dem Tobel schreiten. An einem Sonntagnachmittag wollte ich dieser Sache mal auf den Grund gehen. Von jeder Zunft, von jedem Amt, wie sie auch Namen führen, sind einige dorthin verdammt, die sie repräsentieren. Ja, leise darf man sagen, man sah auch Pfarrerskragen. Die Sonderhölle von Chur scheint kalt zu sein. Jedenfalls sah ich keine Geister. Oder liegt das etwa nur daran, dass ich das Spottgedicht einfach nicht glaube? So oder so. Es gibt hier ganz reale Gefahren, die ich wachsam im Auge behalte. Es herrscht akute Steinschlaggefahr. Aber schicken wir doch mein fliegendes Auge noch etwas weiter nach hinten, um Orte zu sehen, an die kein vernünftiger Mensch je seinen Fuß setzen würde. Oder sollte ich sagen, kein lebender Mensch? Wir leben Gott sei Dank heute in einer modernen Welt. Aber die Schattenzeiten sind dieselben geblieben. Thank you.
Vielleicht interessiert dich ja auch mein Video von der roten Platte auf der Sonnenseite des Galera Doubles. Oder das Video von der alten Goldmine, die goldene Sonne am Kalander. Und um sicher zu sein, dass du nichts verpasst, abonnierst du am besten meinen YouTube-Kanal. Herzlichen Dank und viel Freude auf der Sonnenseite.